Ich habe mit dem Eingeborenen gesprochen. Hast du etwas Nützliches erfahren? Ich bin mir nicht sicher. Er hat Gedichte rezitiert. Sarah Briggs hat ihm so die Sprache beigebracht. Ich erinnere mich, dass er Blake sehr mochte. Sie muss vor langer Zeit gestorben sein. Milton weiß wahrscheinlich noch nicht, dass sie tot ist. Er wartet vielleicht immer noch auf sie. Milton? So hat sie ihn genannt. Er muss verrückt sein, wenn er glaubt, diese Frau könnte zurückkommen. Das kann schon sein. Kann der Wächter vom Baum des Lebens geistig gesund sein? Wie ist das passiert? Was haben Sie mit uns vor? Ich befürchte das Schlimmste. Wir müssen uns befreien. Das reicht nicht. Wir müssen uns Waffen besorgen, um sie zu bekämpfen. Warum fliegen wir nicht einfach weg? Ich habe keine Wahl. Aber bist du sicher, dass du nicht hierbleiben willst? Ich weiß es nicht mehr. Diese Bruderschaft. Es besteht keine tiefe menschliche Bindung zwischen euch. Da stimme ich dir zu. Reiner Profit ist in den Vordergrund getreten. Auch wenn diese Morde das Werk eines Abweichlers und Psychopathen waren, der außer Kontrolle geraten ist, fühle ich immer noch eine starke Spannung zwischen euch, die in einer Katastrophe enden wird. Graf, glaubst du, dass unsere Leben in Gefahr sind? Daran besteht kein Zweifel. Sie werden uns töten. Warum? Das ist einfach. Es gibt nicht genug von diesem Trank. Aber das ist grausam. Wenn man über ein so großes Geschenk verfügt, wie kann man dann so tief sinken, diejenigen zu töten, für die nicht genug da ist? Zivilisierte Leute machen so etwas einfach nicht. Sylvie, das ist die Zivilisation. Die neue Zivilisation von Leuten, die immer jung, gesund und unsterblich bleiben. Solche Leute erkennen und schützen nur ein Gut, ihren Zugriff auf das Elixier der Jugend. Man kann sich doch nicht so von seiner Selbstsucht beherrschen lassen. Keine Liebe, keine Freundschaft, keine Aufopferung oder auch keine Bruderschaft, was das angeht. Diese Tugenden haben sich entwickelt, als Menschen sich mit dem Tod auseinandersetzen mussten. Sie fühlten, dass wir alle ein tragisches Schicksal gemeinsam haben und mussten Gefühle zueinander entwickeln, um damit fertig zu werden. Diese Tugenden sind ein erblicher Teil der Seele. Sag mir eins, ist es möglich, auf ewig zu leben? Ist dir danach, mit ein und derselben Person eine Ewigkeit zu verbringen? Wozu? Das liegt jenseits der menschlichen Fähigkeiten. Nur Gott könnte so etwas ertragen. Würde irgendjemand in der Welt der unsterblichen Kinder wollen? In dem Bewusstsein, dass sie eine unbegrenzte Zeit vor sich haben, würden die Leute da nicht nach andauernden Veränderungen suchen? In jedem Fall würden sie sicher gehen, dass sie alles haben, um endlos zu überleben. Und das würde jegliche Solidarität unter ihnen ruinieren. Das glaube ich nicht. Das ist eine grauenhafte Vision. Das ist die Folge des zu großen Leidens, das du aushalten musstest. Aber diese Vision ist wahr geworden. Als die Zivilisation von Atlantis zusammengebrochen ist, wurde die Insel von amerikanischen Ureinwohnern eingenommen. Der Baum trug Jahr um Jahr weniger Früchte, also musste der Stamm den Erntezyklus anpassen. Wegen der begrenzten Ressourcen haben sie entschieden, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Sie haben beschlossen, keine Kinder mehr zu bekommen. Sie haben diejenigen rituell ausgeschlossen, für die es nicht genug lebensspendenden Trank gab. Das sind Euphemismen. Ich schätze, dass diese beiden Maßnahmen tatsächlich weitaus brutaler waren. Es ist so traurig, wenn das Ergebnis des ultimativen Menschheitstraums ist. Ein Traum, der wahr wird, hat einen bitteren Beigeschmack. Wenn du nur nicht an die Kraft des Tranks geglaubt hättest. Es gibt keinen Platz für Glauben. Jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man ein oder 200 Jahre gelebt hat. Glaubst du wirklich, dass Alpha ein Offizier auf der Mary Celeste war? Wir waren alle dort. Ich war es, der Briggs von dieser Unternehmung überzeugt hat. Er hat auch daran geglaubt? An die Unsterblichkeit? Wahrscheinlich. Es waren tiefgläubige Leute. Darüber hinaus fühlte Sarah eine Berufung zur missionarischen Arbeit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Worte der Psalme, die sie sang, wunderschön durch die Luft trieben. Ich nehme an, sie ist gescheitert. Es war ihr Schicksal zu versagen. Sie ertrank zusammen mit ihrer Tochter beim Versuch, die Insel zu verlassen. Das ist so deprimierend. Was war das? Wahrscheinlich ein verwundetes Tier. Und diese Frau? War sie auch dort? Beta? Natürlich. Sie haben sich von Anfang an daran erinnert? Sylvie, ich bin kein Schauspieler.
Sogar jetzt herrscht noch Durcheinander in meinem Kopf. Ich schätze, das war's. Gut. Er hat mir erzählt, dass ich wüsste, was er meint, wenn ich ein Mitglied der Bruderschaft wäre. Soll ich ihn wirklich ernst nehmen? Werden Sie uns helfen? Ob er dich hört? Milton. Milton, hören Sie mir zu. Ja. Lassen Sie uns gehen. Wir haben dieses Schicksal nicht verdient. Hat das irgendjemand? Sie wollen uns umbringen. Graf, ist sie tot? Sie ist schon vor langer Zeit gestorben. Du hast das vor mir verheimlicht. Du hast das vor dir selbst verheimlicht. Das nennt man Wahnsinn. Alle Arten des Wahnsinns enden eines Tages. Es hat über 100 Jahre gedauert. Es ist ermutigend, dass es vorbei ist. Milton, was hat dich aufgeweckt? Deine Gesellschaft, Graf. Wirst du uns befreien? Ich habe tatsächlich alles mitbekommen. Als ob ich träumen würde und jeden Moment aufwachen könnte. Dieses ganze Anzünden und Löschen der Fackeln jeden Tag. Bitte retten Sie uns. Sie retten? Ja, wir müssen fliehen. Es gibt kein Entkommen von hier. Aber du kannst diesen Ort auch verlassen. Der Baum hat sich in uns allen verwurzelt. Sogar in euch. Nur Sarah war frei von ihm. Was wollen Sie haben, wenn Sie uns befreien? Und Sie? Können Sie mich befreien? Er muss immer noch verrückt sein. Nehmen Sie unser Luftschiff. Er kann es sich jetzt schon nehmen. Aber wozu? Ich habe nur diese Goldmünzen mit dem Emblem vom Baum. Manche Leute sammeln Schätze. Andere verprassen sie. Wenn die letzte Münze zurückkehrt, wird der Baum sterben. Milton, wollen Sie sie? Werden Sie uns dann gehen lassen? Jeder soll frei sein. Vier. Es sind alle hier. Der Zyklus neigt sich dem Ende. Was für ein schönes Wort. Das Ende. Milton! Befrei uns! Ja, die Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Lassen Sie uns gehen. Lassen Sie uns aus dem Gefängnis. Bitte. Es ist offen. Wir sind frei. Oh, Gott sei Dank. Lass uns nach Hause gehen. Wo ist zu Hause? Du willst diesen Ort nicht verlassen? Ich habe zuvor nicht erkannt, dass diese Reise bedeutet, nach Hause zu kommen. Gut. Ich werde dich nicht ihrer Gnade überlassen. Da bin ich froh. Versuch, die Pistole vom Luftschiff zu holen. Ich werde mich mit dem Gefäß in die Nähe der Plattform begeben. Das Risiko nehme ich auf mich. Ich schätze, das war's. Gut. Graf, nimm sie. Ich kann nicht damit umgehen. Es ist Zeit, sich um sie zu kümmern. Was sollen wir mit ihnen machen? Lass uns zuerst einen zeremoniellen Schluck vom Trank nehmen. Und dann? Sie müssen uns verraten, wer sonst noch davon weiß. Und? Wie üblich entledigen wir uns der Bedrohung. Delta ist nicht hier. Wirst du es selbst erledigen?
Nein, das widert mich an. Wir werden jemanden bezahlen. Wir reden über Omega und das Mädchen. Irgendwelche Vorschläge? Lass uns einfach alles trinken. Sie stellen kein Problem dar. Der Graf ist von den Toten auferstanden. Glaubst du nicht, dass er nächstes Jahr vor uns hier sein wird? Vielleicht. Aber danach könnten wir wieder schneller sein. Ich glaube, ich kenne ihn besser. Also willst du ihn umbringen? Nicht, dass ich das wollte. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Aber das ist keine Lösung. Irgendwann in der Zukunft wird dieses Problem wieder auftauchen. Und dann muss einer von uns beseitigt werden. Wir machen uns darum Sorgen, wenn es soweit ist. Vielleicht haben die Wissenschaftler bis... Ihr könnt gleich anfangen, euch Sorgen zu machen. Weg von dem Gefäß! Mach keine Dummheiten! Ich habe dir gesagt, er würde nicht aufgeben. Deswegen ist er ja so bezaubernd. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir sollten nur die richtigen Zutaten nehmen. Ist dein Gedächtnis zurückgekommen? Es geht mir gut. Du bist so selbstsicher, weil du dich an die richtige Einstellung der Ringe erinnerst, oder? Genau. Mach weiter. Nein. Dann auf Wiedersehen. Du wirst nicht die einzige Person töten, die weiß, wie der Trank hergestellt wird. Die einzige? Und du, Beta? Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich werde den Trank mit dir teilen. Wirst du sie erschießen? Omega, ich erinnere mich. Wie muss ich die Ringe am Gefäß einstellen? Sieh dir die Steine an. Und dann? Es sind Zeichen darauf, genau wie auf den Ringen. Und? Du musst sie nur einstellen. Genug. Rede, Alpha. Du musst mir garantieren, dass keiner von ihnen etwas vom Trank abbekommt. Soll ich schwören? Erschieß sie einfach. Eher würde ich dich erschießen. Das traust du dich nicht. Du steckst hinter den Morden. Du hättest an meiner Stelle dasselbe getan. Genug. Ich werde nicht mit dir feilschen. Das bezweifle ich. Das Mädchen wird die richtigen Symbole erraten. In sowas ist sie großartig. Ich befürchte, der lebensspendende Trank wird verschwendet. Ich werde ihn mit ihr trinken. In 0, nichts. Oder, Sylvie? Ja, ich werde es für dich schaffen, Graf. Ich brauche dafür etwas Zeit. Natürlich, bin ich sicher. Du findest die Lösung. Hast du nicht schon lange genug gewartet, Omega? Das führt zu nichts. Aber wir haben doch so viel Spaß. Und die Nacht ist so schön. Ich beschwere mich nicht. Wieder vereint. Nach so vielen Jahren. Lasst uns feiern. Lade dich nicht selbst auf eine Party von jemandem anderen ein. Du bist nicht eingeladen. Sie wird es schaffen. In dem Fall wirst du auch nicht mit am Tisch sitzen. Zu schade. Ich werde nicht nach ihnen schnappen. Soll ich es ihr vorhalten, dass sie ihr Bestes gibt? Also wirst du still daneben stehen, während dein Haar grau wird. Ich will nicht nur von Feinden umgeben sein. Das war dir doch früher egal. Du hast niemanden verschont. Wenn ich meine Taten mit deinen vergleiche, kann ich immer noch den Schlaf der Gerechten schlafen. Nebenbei. Worum streiten wir uns überhaupt? Wenn die Eingeborenen nicht gewesen wären. Warum reitest du darauf herum? Wenn sie nicht den Anker der Mary Celeste bei Ebbe gekappt hätten. Sie haben uns abgeschnitten und angegriffen. Narren. Sie konnten nicht begreifen, dass sie keine Chance hatten. Aber sie haben begriffen, dass wir zu viele waren. Wir haben diese Regel von ihnen übernommen. Die Regel der Eliminierung? Ja. Wir haben das übernommen, was das Beste für sie zu sein schien. Was über Hunderte oder Tausende von Jahren getestet worden ist. Es gibt auch ähnliche Zeichen auf den Ringen. Da sind Zeichen in den Stein gemeißelt. Und es ward Licht. Was hat der Graf gesagt? Nachdem die Früchte drin sind, füge ein Bündel Kräuter hinzu, die im Dorf wachsen. Dann stelle den Dampfstrom im Gefäß ein und justiere am Ende die Verhältnisse der Saftzutaten mit den drehbaren Ringen. Und es ward Licht. Ich bin fast fertig. Da bin ich froh. Ich finde diese Konversation ermüdend. Stimmt. Das ist schwer zu ertragen. Wofür diese Gewissenserforschung? Wir wollen nur die Zeit totschlagen. Alpha hat überhaupt kein Gewissen. Und dein Gewissen schläft, solange alles gut geht. Mir war nicht klar, dass es so enden würde, als ich Martha ihren Mann weggenommen habe. Niemand hat dich gebeten zu beichten.
Aber die Frau des Kapitäns und sein Kind kaltblütig zu ermorden. Das war ein Unfall. Das Rettungsboot kenterte, als sie um die Insel gesegelt sind. Aber du warst es, der den Kapitän aufhielt, als er sich mit ihnen treffen wollte. Er wollte mit ihnen weglaufen. Was hätte ich machen sollen? Man hat gesehen, dass sie Probleme hatten. Sie hatten Pech. Die Strömung hat das Rettungsboot auf einen Felsen geworfen. Das Stück der Planke, das er später gefunden hat, war wie eine Reliquie für ihn. Jetzt funktioniert es prächtig. Die Filterung des Saftes ist in vollem Gange. Es ist Zeit, die Mengenverhältnisse der Trankzutaten mit den drehbaren Ringen einzustellen. Nur noch ein bisschen. Ich warte geduldig. Das führt zu nichts. Du musst ein Geschäft machen. Nicht mit dir. Ich bin nah dran. Ich kann es fühlen. Wir können es zusammentun. Bleib da und beweg dich nicht. Ich möchte wirklich nur helfen. Du möchtest dir selbst helfen. Du vertraust mir nicht. Schade. Früher war das anders. Erinnere mich nicht daran. Aber ich bereue es nicht. Ich habe immer nach einem Weg gesucht, wie ich bei dir sein konnte. Du hast immer nach dem stärksten Mann in der Gruppe gesucht. Das bist du, Omega. Oder etwa nicht? Das reicht nicht. Was braucht man noch, um zusammen zu sein? Viel mehr. Muss man ein treues Weib sein, unter dem Bann seines Mannes? Ärgere mich nicht. Und wenn der Mann eine andere findet, es still ertragen? Andere Männer um Hilfe bitten? Still! Und dann sterben, ohne jemandem Probleme zu bereiten? Genug davon! Ich bringe dich um, wenn du auch nur ein Wort sagst! Tu es! Tu es! Du schämst dich wegen des Mädchens. Das wird sich nicht ändern. Hast du mal daran gedacht? Genug damit, unsere Seele in Stücke zu reißen! Also willst du alleine bleiben? Das wirst du. Ich bin die Einzige, die dich verstehen kann. Sie ist zu ehrbar, zu anständig, zu einfach. Wenn sie alles herausfindet, wird sie dich verachten. Du wirst immer eine Grimasse des Ekels auf ihrem Gesicht sehen, obwohl ich glaube, dass sie versuchen wird, sie zu verbergen. Am Ende wird sie dich verlassen. Nur an meiner Seite wirst du dich nicht erklären müssen, weil es nicht erklärt werden kann. Und ich weiß das. Etwas stimmt nicht mit dem Fluss der Kräuterbrühe durch das Gefäß. Thank you.
Ich habe die Ringe eingestellt. Alles ist eingestellt. Fertig. Es ist also getan. Wie viele Portionen? Nur zwei. Teile es auf, Graf. Ich kann nicht. Es müssen zwei exakt gleiche Portionen sein. Nicht einmal dein Gewicht spielt eine Rolle. Was hast du vor? Das ist einfache Arithmetik. Zwei Portionen, vier Leute. Also? Ziehe zwei von vier ab. Das musst du nicht tun. Sylvie, er will uns töten. Sie sind verrückt. Nicht ich. Ich habe keine Wahl und ihr wisst das. Was? Ich verstehe das nicht. Damit bin ich nicht einverstanden. Das ist das Gesetz der Insel. Die, die nichts vom Trank kriegen, sterben. Das macht keinen Sinn. Das ist das Gesetz der Bruderschaft. Das Gesetz ewigen Lebens. Warum? Weil sie eine tödliche Bedrohung darstellen. Du hast es gesehen. Aber du bist kein Mann, der Wehrlose umbringt. Sie sind nicht wehrlos. Das kannst du nicht machen. Kein Gesetz hat damit etwas zu tun. Dieses Gesetz gilt für jeden, der das Geheimnis kennt. Auch für dich. Was bedeutet das? Dass du auch eine Bedrohung bist. Ich habe dir gesagt, sie würde es nicht verstehen. Komm her zu mir, Peter. Seien Sie tapfer. Was passiert hier? Sie sind raus. Lass uns gehen. Nein. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich kann nichts dagegen machen. Und das alles wegen eines Kruges Saft? Sie müssen sowieso früher oder später sterben.